Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier bei den Zwischenwelten zu einer neuen Let's Play-Reihe eines Spiels, vertrieben von Apogee und programmiert von ID Software. Und es handelt sich um Commander Keen, Invasion of the Vorticons. Der Auftakt einer der berühmtesten Jump'n'Run-Reihen der 90er. Ich denke, es sind die 90er. Wenn es nicht so sein sollte, dürft ihr mich gerne in den Kommentaren dissen und korrigieren. Worum geht es in Commander Keen? Es geht um den 8-jährigen Billy Blaze, der sich aus Teilen... Bestandteilen, die er im Haushalt seiner Eltern gefunden hat, so rum ein interstellares Raumschiff gebaut hat, um damit ja in die Galaxis hinauszufliegen. Und er macht im ersten Schritt Halt auf dem Mars, um den Mars zu erkunden. Doch da geschieht ihm Böses, denn die bösen Aliens, die Vorticons, stehlen ihm Bauteile seines interstellaren Sternenschiffes, dem sogenannten Bean with Bacon Mega Rocket, zu Deutsch Bohnen mit Speck-Mega-Rakete. Jawohl. Ihr seht, das Spiel besitzt ab und zu einen etwas augenzwinkernden Humor. Und ja, der 8-jährige Billy Blaze, a.k.a. Commander Keen, muss jetzt alles daran setzen, seine Bauteile zurückzuerhalten. Wen die Story im Detail interessiert, ich blende es nochmal kurz hier ein. Ich werde jetzt aber nicht alles übersetzen, ich zeige es euch nur kurz und ihr könnt gerne an der Stelle das Video pausieren und es euch nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Aber im Prinzip ist da nichts anderes beschrieben als das, was ich jetzt in Kurzform nochmal zusammengefasst habe. So. Und ich würde sagen, ohne großes Palaver steigern wir uns direkt in die Story rein, genau. Nein, steigen wir direkt ins Spiel ein, jawohl. So, wir haben 4 Leben. Genau, das Spiel besitzt Leben, so wie jedes ältere Spiel. Mit Leertaste können wir ein Statusmenü aufrufen. Was das im Einzelnen ist, das werdet ihr im Laufe der Zeit sehen. Auf jeden Fall oben rechts sehen wir die Ship Parts. Wir brauchen also einen Joystick, eine Batterie, eine... Ich weiß gar nicht, als Kind habe ich das immer eine Muschel genannt. Und ich glaube, das letzte soll nicht Alkohol sein, sondern irgendeine Reinigungsflüssigkeit. Auf jeden Fall 4 Ingredienzien für unser Schiff brauchen wir. Das sind die 4 Teile, die uns die bösen Vorticons gestohlen haben. Und wir müssen jetzt ja, den Mars bereisen, einzelne Stationen, einzelne Levels meistern, um unsere Schiffteile wieder zu erlangen. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal hier ein bisschen rum mit Commander Keen. Gucken uns jetzt mal an, wie es unserem Sternenschiff geht. Man sieht, es dampft. Your ship is missing these parts. Okay, go get them. Ja, machen wir. Okay, also wir müssen diese 4 Teile finden. Und das hier ist das erste Level. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. So, Lollipops können wir einsammeln. Das gibt Punkte. Wir sehen also, wir haben jetzt hier einen Score von 200 und einen extra Leben bekommen wir bei 20.000. Und das hier ist das erste Alien, auf das wir treffen. Das ist ein, ich glaube, Yorp nennen die sich. Und die können mich nicht töten, aber die können mich schubsen. Man sieht das hier schön. Ich kann aber auf die springen und dann werden die so betüdelt und nicht mehr länger gefährlich. Aber ich glaube, der erholt sich auch irgendwann. Genau, irgendwann wachen die dann wieder auf. Ja, und so gibt es verschiedene Gegner. Es gibt tödliche Gegner, nicht tödliche Gegner. Manche schubsen einen auch nur. Da gibt es so Lollipops und andere Bonusgegenstände, die man einsammeln kann. Das sehen wir jetzt im Laufe der Zeit. Aber im Prinzip ist das, ich sag mal, ganz normale Jump'n'Run-Kost. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal. Ich werde jetzt mal hier hoch springen und hier links mal das Buch noch einsammeln für ein bisschen extra Punkte. Hoppala. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man springt mit Steuerung und mit Alt gibt es dann später noch eine Spezialität. Sowas ähnliches wie ein Sprung, da kommen wir später noch zu. Mit Steuerung Alt gleichzeitig kann man schießen. Also das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, manchmal hat man so ein bisschen Knoten in den Fingern, aber es macht nichts. So, wir haben jetzt eine Waffe aufgesammelt, das heißt, wir haben jetzt hier für die Raygun auch 5 Charges, also 5 Schüsse. Bei Commander Keen muss man nicht unbedingt alles umlegen, was einem vor die Flinte kommt. Zum Beispiel die Yorps da oben, die einen nur schubsen, die würde ich jetzt nicht unbedingt erschießen. Dafür ist uns die Munition doch zu schade. Und man sieht hier, hier ist auch ein Schild geschrieben im intergalaktischen Standardalphabet. Das gibt es wirklich, also jedes
intergalaktisches Standardalphabetzeichen steht für ein Zeichen in unserem heimischen Alphabet. Und es gibt auch Übersetzungstabellen dafür im Internet. Und bevor es das Internet überhaupt gab, gab es da auch schon Leute, die sich solche Tabellen angefertigt haben. Ja. Übrigens, wer Minecraft spielt, wird das standardgalaktische Alphabet auch kennen. Denn dort wird es für die Zaubersprüche zweckentfremdet. Da hat Notch ziemlich dreist geklaut. Ich nehme das einfach mal freundlicherweise als Hommage. Aber eigentlich war es schon, wie soll ich sagen, also... Ach, ich als Commander Keen-Fan habe mir gedacht, musstest du das unbedingt tun, Notch? Konntest du das standardgalaktische Alphabet nicht einfach ruhen lassen? Aber naja, Geschmackssache. So, hier ist der Ausgang. Da könnten wir jetzt rausgehen und das Level meistern. Aber ganz ehrlich, wir wollen jetzt hier noch ein paar extra Punkte abstauben. So, das hier sollen, glaube ich, außerirdische, fleischfressende Pflanzen sein. Aber für mich sind das irgendwie, keine Ahnung, früher habe ich, wie gesagt, immer Klodeckel dazu gesagt. Also, was heißt, wie gesagt, das habe ich noch nicht erwähnt. Früher waren das für mich irgendwie... Ihr kennt das vielleicht, als Kind gibt man manchen Sachen in Spielen so komische Namen, weil man einfach Assoziationen dazu hat. Und für mich waren das halt Klodeckel. So, jetzt ist es raus. Jetzt weiß die Welt das auch. So, Lollipop wollen wir noch einsammeln. Zack und zack. Dann müssen wir nochmal nach links und dann irgendwie da hoch. Na, das habe ich verpasst. Die Steuerung ist halt ein bisschen, ja, 90er. Sie ist nicht immer so geschmeidig, wie man das gerne hätte, aber das gehört einfach dazu. Und ich kenne Commander Keen grundsätzlich sehr gut, auch wenn ich diese Spiele länger nicht gespielt habe. Aber ja, ich trage das alles mit Fassung hier. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles eingesammelt, was es gibt hier in dem Level. Und jetzt können wir das Level auch verlassen. Und hepp. Und hepp. Und, falsch. Verdammt. So, und so. Yay! So, wir haben das Level erfolgreich gemeistert. Da steht jetzt also dann drauf. Jetzt überlege ich, irgendwie konnte man auch speichern. Ich weiß nicht... Ich habe ein bisschen Angst, eine Tastenkombination zu drücken. Bin mir nicht sicher. F5, F6, Alt-S. Alt-S ist es schon mal nicht. F5. Ah, okay, genau. Genau. Also man kann nur auf der World Map speichern, aber das soll reichen. So, und wie man sieht, man kann jetzt hier gewisse Levels betreten, die kann man aber auch auslassen, wenn man möchte. Genauso wie hier oben zum Beispiel. Aber wir sind ja auch auf der Suche nach die vier Raumschiffteilen. Das heißt, wir müssen schon irgendwie so gut wie jedes Level mal besuchen. Und ich würde sagen, wir lassen auch nicht groß was aus. Warum auch? Und hepp. Und hepp. So, es gibt so kleine Level wie das hier. Und da gibt es etwas ganz Besonderes, wenn wir das hier berühren, dann wird uns in Gedanken eine Nachricht mitgeteilt, also telepathisch. Genau, it is too bad that you cannot read the standard galactic alphabet, human. Das heißt, auf Deutsch, es ist zu schade, dass du nicht das standard galaktische Alphabet lesen kannst, Menschling. Ja, wie gesagt, also theoretisch kann man es schon entziffern. Denn jedes von diesen außerirdischen Zeichen steht für ein Zeichen des Alphabets und mit der Zeit kommt man schon drauf, was die einzelnen Buchstaben bedeuten. Und es gibt eben auch Übersetzungstabellen. So, ich glaube, hier gibt es ansonsten gar nichts. Manchmal gibt es hier noch so Secrets. Aber ich denke, das war's. Man kann übrigens bei Commander Keen 1 Levels noch nicht wieder betreten. Später geht das, glaube ich. Glaube ich. Hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches. Okay, egal. Wir gehen jetzt mal in das Level hier rein. Guck mal, was uns da erwartet. Ganz viele Jorbs. Ich lasse die mal sterben. Übrigens, ich werde hier nicht versuchen, alle Punkte einzusammeln. Bin zwar schon bei Janas ist das ein bisschen dafür kritisiert worden, aber hey, ja. Wir wollen ein bisschen was vom Spiel sehen, klar, aber jetzt jeden Lollipop einsammeln, davon haben wir ja auch nicht unbedingt was, ganz ehrlich. Also weder schalten wir da Bonus-Content frei, noch irgendwas anderes. Zum Beispiel die da oben. Warum sollte ich die jetzt einsammeln, ganz ehrlich? Also, die hier nehmen wir jetzt mal mit. Die da auch noch vielleicht. Und den da noch. Hopp. Und den da noch. Und wenn ich schon mal dabei bin, jetzt hat es mich schon so ein bisschen gepackt, sammeln wir den da auch gerade noch ein. Ist ja okay. Und dann
Ja, okay. Jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt, ich mache das nicht und jetzt mache ich es doch. Naja, gut. Nach Lust und Laune halt, ne? Wir wollen Spaß haben am Spiel. So, Commander Keen, dann auf und davon. Hopp. Und da lang und hier lang. Und hier lang. Und hip. Was ist denn da links noch? Und hip. Wie man an die Teddybären kommt, weiß ich nicht so richtig. Also hier von der Plattform runtergleiten kann man nicht. Aber gut, sei es drum. Ganz ehrlich. Huiuiui, Glück gehabt. Okay. Und hep. Und jetzt hier hoch. Und hep. Und hep. Und hep. So, die Roboter da oben, die können einen auch nur schubsen, aber die kann man auch nicht irgendwie betäuben oder erschießen oder sowas. Die sind einfach unzerstörbar und schubsen ein, was ziemlich nervig sein kann. Und das hier ist eine Keycard, das ist so eine Art Schlüssel. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch gleich einer gelben Tür begegnen. So, und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Können wir mal einen Blick auf den Zwischenstand werfen. Okay, wir haben 10.900 Punkte. Wir haben 5 Schüsse, wir haben eine Keycard. Läuft. Läuft, alles, zack. Und hepp. Und hepp. Und ich glaube, hier unten kommt... das ist einer der bösen Vorticons, die uns, genau, so ein Raumschiffteil gestohlen haben. Oh! Nein, er hat mich umgebracht. Er ist so hochgesprungen, dass er mich jetzt erwischt hat und getötet. Also hier gibt es auch keine HP oder so. Wenn man getroffen wurde, ist man tot. Ja, Ladies and Gentlemen, auf ein neues. Wie gesagt, speichern ist auch nur auf der Weltkarte. Ich werde jetzt aber hier mal ein klein bisschen durchrushen, was soll's. Hm, okay. Hup, und hepp, und hepp. Ich hätte ja gerne noch ein bisschen Muni, aber ich, naja. Die Vorticons kann man auch erschießen, wenn ich richtig liege. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Ich habe das echt lang nicht gespielt. Das wirklich lang nicht gespielt. So. Lieber Roboter, komm her. Und dann, auf ein neues. Wofür braucht man jetzt eigentlich die Keycard? Man weiß es nicht genau. War das jetzt, war da eine Tür? Ah, gut, dass ich nicht aufpasse, was ich mache. Okay, und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. So, lieber Vorticon, und jetzt... Ups. Die kommen auch... Boah, wie viel... Oh, verdammt. Wie viel hält er denn aus? Komm, spring. Haha. Okay, wir haben ihn einfach weggelockt. Jetzt haben wir zwar 2 Schüsse verschwendet, aber... Ah, was auch immer. Komm, ja, gut. Die Pepsi-Dosen können wir jetzt schon einsammeln. Auch wenn ich jetzt nicht so der Fan von Pepsi bin, aber was soll's. Und ja, sie sehen aus wie Pepsi-Dosen. Das ist keine Schleichwerbung. Kann ich auch nichts für. Das ist halt von den Machern so gemacht. Oh, eine rote Tür. Verdammt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, da müssen wir doch noch... ein bisschen mal das Level hier begutachten. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass da unten wahrscheinlich immer noch der Vorticon rumspringt. Naja. Was kann schon passieren, Ladies and Gentlemen? So, ich brauche also eine rote Keycard. Huh? Dann gucken wir nochmal, wo die rote Keycard sein könnte. Übrigens, dieser Sound da, diese übermütige, der bedeutet, dass wir ein extra Leben bekommen haben. Yay! So, okay. Ah, da ist die rote Keycard. Schüsse, das ist gut. Und das da ist ein, ich glaube, die nennen sich Blark. Und die Blark, die sind tödlich. Die kann man zwar auch erschießen, aber die sind jetzt nicht so
wie die Jorbs, dass die einen rumschubsen, sondern die fressen einen direkt auf. So, lieber Jorb, geh mal, mach mal Platz hier. Ich hoffe, der Vortikon springt uns jetzt nicht irgendwie ins Genick hier. Das wäre äußerst unpraktisch. Nein, ich glaube, der ist despawned. Sehr schön. Und hepp. Und hepp. Und hopp. Und dann ein gezielter Sprung. Und noch ein gezielter Sprung. Und ja. Super. Ja, lieber Blark, du bist mir gerade leider im Weg. Tut mir leid. Ich erschieße die eigentlich nicht gerne. Die sind so knuffig. Oder Jorb heißen die, glaube ich. Ich müsste echt mal nachgucken. So, hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Nein. Und hepp. Oh. Ja! Verdammt! Ich will da rüber. Commander Keen. Ich will nicht den ganzen Weg zurückgehen. Ich muss den ganzen Weg zurückgehen, ne? Okay. Einmal über den Klodeckel gesprungen. Einmal über den Job gesprungen. Und nochmal über den Klodeckel. Und nochmal über den Klodeckel. Und dann wieder hier hoch. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Hallo, Vortikon. Gehst du weg? Es regnet Aliens, Ladies and Gentlemen. So. Ich glaube, es geht auch, wenn ich hier lang gehe. Ja, das müsste gehen. So, okay. Der Vortikon ist schon weg, das heißt, wir können jetzt hier rein. Und einmal das Raumschiffteil einsammeln. Yay! Und das Level meistern. Wir sind gut, oder? So, also. Und weiter geht's. Hier oben ist auch noch ein Level. Und hier erwartet uns etwas ganz Besonderes, Ladies and Gentlemen. Hier sieht man sogar in Standardsprache Pogo. Damit ist kein Tanz gemeint, sondern wir bekommen jetzt einen Pogo-Stick. Und damit können wir Folgendes machen. Oh, shit. Ach, so ist das, okay. Musste gerade wegen der Steuerung mal nachdenken. Genau. Wir können damit hüpfen. So, und wenn wir die Steuerungstaste drücken, können wir damit noch höher hüpfen. Genau, das seht ihr da. Und wir sehen jetzt, da oben ist ein Secret. Und wir sehen da rechts, da sind so kleine Punkte. Und die deuten auf unsichtbare Plattformen hin. Das heißt, wir können jetzt mit unserem Pogo-Stick hier rüber, theoretisch. Nicht in den Ausgang. Oh, und das, diese Steuerung, die ist... Ach, ein bisschen hakelig. Und hepp, und hepp, und hepp. Jetzt wird es nämlich fies hier. Jetzt wird es echt fies hier. Und hepp. Wenn ihr wüsstet, wie schwammig sich das anfühlt, diese Steuerung, dann wüsstet ihr, warum ich jetzt gerade so aufgeatmet habe. So, und jetzt muss ich mal gucken hier. Den möchte ich gerne erschießen. Shit. Genau. So. So, dann... Okay, das geht ohne Pogo. Und tap. Und tap. So, wenn ich jetzt hier ganz rechts springe, müsste ich eigentlich wieder runterkommen, ohne gebraten zu werden. Ja. Sehr geil. Sehr geil, Ladies and Gentlemen. Wir haben den Pogo-Stick. Yay. So, okay, das Level nehmen wir auch noch mit. Wenn schon, denn schon. Hepp und hepp. Wir müssen ein bisschen bergsteigen. Und hier können wir wieder den Pogo ein bisschen einsetzen. Entschuldigung. Immer ein paar Lollipops absahen. Das ist einer der besonderen... Ja, besonderen... Besonderheiten in Commander Keen, dieser Pogo-Stick. Hoppala. So, die drei oben in der Ecke, die lasse ich mal in Frieden. Sonst kriegen wir noch Diabetes hier. Das wollen wir ja nicht. So. Hepp und hepp. Hier brauchen wir eine gelbe Keycard. Okay, das ist genehmigt. Das kriegen wir hin. Und hepp.
ist die gelbe Keycard, sehr schön. Gucken wir mal gerade, was hier unten noch ist. So, okay. Jetzt noch ein paar Lollipops. Yay, und der Sound verkündet, dass wir mal wieder ein Extra-Leben abgesandt haben, Ladies and Gentlemen. Na schade, ich dachte, ich mache jetzt da so einen krassen Move durch die Lücke nach oben, aber... Also in späteren Commander Keen-Teilen ist die Steuerung nicht mehr so schwammig, da kann man sowas in der Tat mal machen. Aber hier, ach, nicht so einfach. So. Einmal das Türchen geöffnet. Da gibt's noch Muni, den möchte ich haben. Sehr gut. Wow, 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 wow! Ich hasse es. Ah. Okay, aufgrund meiner... Gehst du weg? Aufgrund meiner unglaublichen motorischen Fähigkeiten sind wir jetzt hier in ein kleines Dilemma gerade. Geht er mal weg hier? Ich muss jetzt leider ein bisschen wild um mich schießen hier. Gut, dass wir vorhin die Schüsse eingesammelt haben. So. Was gibt's hier noch? Eine rote Keycard, das ist auch sehr gut. Oh, ich bin jetzt hier ein klein bisschen im Schwitzen, weil... Wie gesagt, wenn ich jetzt sterbe, dann muss ich das ganze Level neu spielen. Willkommen bei alten Spielen, da ist das einfach so. Ist aber okay, also so krass ist der Schwierigkeitsgrad hier noch nicht. Warte jetzt mal ab, wenn die späteren Parts kommen. So, und da sind wir in der Tat wieder bei einem Vorticon angelangt. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Mal gucken, wie wir den am besten ausknipsen hier. Den Kollegen. So, sollte grundsätzlich kein Problem sein. Ups, falsche Taste. So natürlich dann schon. Schüsse habe ich denn noch? 7, okay. Das reicht. Na? Jetzt, okay. Ich hätte ihn auch umgehen können, aber ganz ehrlich, Ladies and Gentlemen, nein. Genauso wie die Sache mit dem Feuer da oben. Nein. Und, Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt schon 2 Raumschiffteile. Den Joystick und die Batterie. Jetzt brauchen wir noch die Muschel. Ist natürlich keine Muschel, aber ich habe ehrlich gesagt keine große Ahnung, was das ist. Okay, und dann wollen wir mal hier in die kleine Hütte rein, mal gucken, was uns da erwartet. Und hepp, und hepp, und hepp, und hepp. Und hepp, und hepp, und hepp, und hepp, und hepp. Ah. Ah, das mache ich echt ungern. Ach, shit. Das Blöde ist, mit Alt-GR schießt man und mit Alt kann man pogon. Oder mit Steuerung Alt kann man, glaube ich, auch schießen. Ja, genau. Muss ich das vielleicht eher machen. Das ist echt ein bisschen... nicht so einfach. So. Okay, Steuerung. Hier ist nochmal so eine telepathische Botschaft. Aha. Der Teleporter im Eis schickt dich auf die dunkle Seite des Mars. Genau, das wird später noch wichtig. So, ja, gehst du mal raus hier? Und dann betreten wir mal diese Stadt hier, mal gucken, was die bereithält für uns. Und hepp, und hepp. Da oben sehen wir so eine Art Pfad, da gehen wir jetzt mal lang. Gucken, was das bringt. Und hepp, und hepp, und hepp. Mal ganz hoch. Wir wollen hoch hinaus, Ladies and Gentlemen. Oh, Schuss. Schuss will ich immer haben. Da muss ich, glaube ich, hier einmal rüber. So, dann den Pogo ausfahren und dann einmal so. Und dann können wir nochmal den Pogo ausfahren und dann hier hoch. Dann einmal geschmeidig hier rüber. Dann,
Oh, das sind zwei. Wow. Ich habe gedacht, ich könnte da einfach mal rüberspringen, aber in dem Fall mache ich dann doch lieber so und so. Was soll's. Kommt da noch einer? Nein. Ein kleiner Job. Das ist halb so wild. Und hä? Was ist hier? Hier ist schon der Ausgang. Naja, wir nehmen nochmal hier oben ein bisschen was mit, würde ich sagen. Will jetzt ja auch nicht total durchrushen. Auch wenn man es könnte. So. Teddybär ist immer gut. Was gibt's hier noch so? Diese Tentakel da oben, die töten mich auch. Deswegen halte ich da mal ein bisschen Abstand. Ein paar Lollipops noch einsammeln hier. Nam nam nam. So. Liebe Kinder vor den Monitoren, so viele Lollipops sind ungesund. Bitte nicht nachmachen. Oh, das ist, glaube ich, auch ungesund, was ich hier mache, weil ich nicht weiß, wo ich hier gerade runterfalle. Alles gut. Okay. Alles gut. Okay, so, nehmen wir das noch mit. Hep. Hoppala, so. Okay. Ich streue da nochmal so ein bisschen durch das Level hier. Und durch bei den Röhren kann man übrigens nicht sehen, was drin ist. Deswegen... Verdammt! Oh, das ist ärgerlich. Level. Ich wollte gerade sagen, deswegen schießt man gerne einfach mal blind in so eine Röhre rein. Oh, okay. Ja, Ladies and Gentlemen, so viel zum Level. Ich würde sagen, wir beenden es jetzt einfach mal. Oh, das war gemein. Das war echt gemein. Ich wollte da gerade so einen Schuss reinballern, damit eventuelle Gefahren da drin krepieren. Und ja, da war der Blag schneller. Oh, jetzt kann ich mal den Schuss nochmal einsammeln hier. Das ist natürlich schon charmant. Sofern meine Skills es mir erlauben, natürlich. So. Und hepp. Und hepp. Und hier waren zwei Blags. Und hepp. Yay! So, das war gar nicht so schwer, Ladies and Gentlemen. Und, ja, da ist der Teleporter, der uns auf die dunkle Seite des Mars befördern wird. Und was uns dort erwartet, Ladies and Gentlemen, das sehen wir beim nächsten Mal, wenn es heißt, wir spielen Commander Keen 1, Invasion of the Vorticons. Juschen wir gleich mal einen Pott. Als nächstes.